Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge auch im Kanal. Und ja, heute gibt es wieder ein weiteres Video. Und zwar gibt es heute ein News-Video, Leute. Und heute geht es mal wieder um richtig viele News, Leute. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das Video. Lasst auf jeden Fall jetzt nochmal einen Like, eine positive Bewertung und ein Abo da. Und dann würde ich mal sagen, legen wir gleich los. Und ja, wie schon gesagt, gibt es heute mal wieder wirklich viele News, Leute, über die ich mit euch sprechen möchte. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal zum Patch V4.5, Leute. Und ja, in diesem Patch wurden ja auch die ganzen Skins schon released und geleakt. Und die ganzen anderen Sachen wie Gleiter und Emotes und so weiter. Aber es wurden auch ein paar Sachen noch nicht gezeigt. Und zwar geht es um eine neue Waffe, Leute. Und zwar geht es um die Drum Gun, Leute. Und ja, ich kann sie euch hier mal kurz einblenden. So wird diese Waffe auch ausschauen. Ja, ähnelt ein bisschen auch an LMG, könnte man sagen. Und wird auch so in diese Richtung gehen, Leute. Wir haben hier als Beschreibung stehen, dass es ein Assault Weapon ist. Und dass sie schwer sein wird und viel Munition hat. So wie die LMG und ja, hier Minigun, Leute. Und ja, auf jeden Fall gibt es hier nochmal die ganzen Details. Die Waffe wird in Rare, also in Selten und in Ankommen hier zu finden sein. Und ja, wie schon gesagt, kann ich euch hier nochmal im Bild jetzt die ganzen Details zu dieser Waffe einblenden. Und ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich würde mal sagen, die wird in der nächsten Woche released werden, beziehungsweise vielleicht auch erst in 2 Wochen. Kommt immer darauf an, wann diese Waffe dann für Epic Games fertig ist und wann sie startklar ist, Leute. Und ja, erstmal wieder spannend zu sehen, dass auch jetzt eine neue Waffe ins Spiel kommt. Und ja, das war's mit der ersten News, Leute. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die, ja, die neue Waffe findet. Und ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, war es die erste News, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, dann springen wir gleich mal zur zweiten News. Und ja, wie schon gesagt, wurden die ganzen Sachen, die ganzen anderen Sachen vom, ja, 4.5-Patch geleakt. Aber auch diese Sache wurde nicht wirklich angesprochen. Und zwar geht es um einen neuen Spielmodus, Leute. Und zwar geht es um Fly Explosives. Und zwar ist es ein LTM, also ein Limited Time Mode. Und ja, im Allgemeinen geht es in diesem Modi darum, dass man fliegen kann mit dem Jetpack und alle möglichen ja, hochexplosiven Waffen hat. Es gab ja auch schon viele ja, hochexplosive Modis, die schon im Spiel waren und diese alle kombiniert mit einem Jetpack ergibt dann hier ja, Fly Explosiv. Diesen Spielmodi wird es in Solo, Duo und Squads geben, Leute. Auf jeden Fall sehr interessant und ja, ich kann mir den Spielmodus schon sehr, sehr lustig vorstellen, da mir auch der ganz normalen, hochexplosiven Spielmodus sehr gut gefallen haben und ja, auf jeden Fall auch wieder nice zu sehen, dass es einen neuen Spielmodi in näherer Zukunft gibt. Ich würde mal sagen, dann kommen wir gleich mal zur dritten News. Und zwar geht es hier um das doppelte XP-Wochenende, Leute. Es gibt ja wie jede Season, wie Season 3 und Season 2, ein doppeltes ja, XP-Wochenende. Was ich damit meine, das heißt, es gibt ein Wochenende, beziehungsweise meistens ein bisschen länger, wo ihr doppelte, also nochmal plus 100% Match XP bekommt. Pro Game natürlich, also nicht nur ein Game, sondern wirklich diese Tage lang und da ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und so hat man auch nochmal die Chance für die Spieler, die vielleicht erst später angefangen haben oder für die Spieler, die vielleicht zwischendurch keine Zeit hatten, um das Spiel zu spielen, nochmal wirklich viele Level aufzuholen, weil du eben dann, wenn du zum Beispiel Squad spielst, nochmal den ganzen Bonus aus der Gruppe bekommst und dann nochmal plus 100%, das ist wirklich extrem krass, da kannst du wirklich extrem viel, ja hier, XP rausholen und ich finde es auch immer schön zu sehen, dass man das hier Fortnite nochmal die Chance gibt, um wirklich nochmal zum Beispiel Level 80 zu werden, um den ganzen Omega-Skin freizuschalten, Leute. Und ja, das Startdatum, bisschen wann wird das hier das Wochenende stattfinden? Und zwar wird es vom 29. Juni bis zum 2. Juli gehen, Leute. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr in dieser Zeit wirklich viel XP farmen. Also nutzt auf jeden Fall diese Zeit aus. Und da zockt da extrem viel, dann könnt ihr wahrscheinlich nochmal eure Level extrem aufwerten. Und ja, auf jeden Fall noch etwas hinzugefügt. Und zwar beginnt die Season 5 am 12. Juli, Leute, um genau 10 bis 9 bis 10 Uhr. Und das, was ich auch nochmal gesagt habe. Und das war es mit ja, Double XP Weekend. Und dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zur nächsten News.
Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der nächsten News. Und zwar gehen wir jetzt mal ein bisschen von diesem Patch weg. Also von diesem Patch weg und gehen mal zu etwas auch interessantere News, Leute. Und zwar gab es ja vor ca. 2 Wochen viel Aufregung wegen der Klage von PUBG an Fortnite. Jetzt gab es nach 2 Wochen wirklich ein kleines Update. Und zwar hat PUBG diese Klage fallen gelassen, Leute. Ich kann euch nochmal hier ein kleines Bild einblenden. Und ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, hat PUBG diese Klage wieder fallen gelassen gegen Epic Games. Die haben ja, wie schon gesagt, vor 2 Wochen ist herausgekommen, dass ja PUBG Fortnite wegen Copyright-Sachen angeklagt hat. Aber jetzt ist diese Klage wieder fallen gelassen worden. Und ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, warum diese Klage fallen gelassen wurde. Es gibt hier auch Statements, wie schon gesagt, ich verlinke euch alles nochmal in der Beschreibung, könnt euch alles nochmal durchlesen. Und ja. Und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir nochmal zur letzten News. Und zwar geht es bei dieser News ein bisschen nochmal in diesen Patch rein, aber nicht ganz. Und zwar geht es um die ganzen Backblinks bzw. Vorhersagen, die jetzt getroffen wurden, beziehungsweise man kann es noch nicht wirklich bestätigen, aber es können auf jeden Fall sein, dass in der nächsten Zeit ein paar Skins wieder zurückkommen. Und zwar geht es hier um den Schlachtenhund und um den Roten Ritter, Leute. Und zwar war es vor dem Patch 4.5 so, dass das Cape vom Battlehound, also vom Schlachtenhund, kein wirklicher Backbling war. Also war eigentlich dran geheftet, könnte man sagen. Man konnte ihn wieder entfernen, man konnte ihn noch mit anderen Accessoires ersetzen. Und das wurde jetzt mit diesem Patch behoben. Und deshalb kann es natürlich sein, dass dieser Skin natürlich wieder in der nächsten Zeit in den Shop kommt, weil wenn man so eine große Veränderung bei diesem Skin vornimmt, dann wollen natürlich die nochmal so eine Anführungszeichen Entlohnung haben und wollen nochmal diesen Skin auch nochmal in den Shop geben, dass sich andere Leute, die davor zum Beispiel keine Zeit hatten, kein Geld hatten oder keine Möglichkeit hatten, diesen Skin zu kaufen, nochmal diesen Skin kaufen können. Und genauso ist es beim Roten Ritter, Leute. Und zwar ist es beim Roten Ritter so, dass eine neue Spitzhacke in diesen Gamefiles gefunden wurde. Und zwar heißt die Spitzhacke Pickaxe Flint Lock Red Knight. Also es geht um den Roten Ritter. Und jetzt vermutet man, dass eben diese Spitzhacke ja zu diesem Set gehört. Und dass eben dieser Rote Ritter mit dieser Spitzhacke und mit diesem anderen Accessoire vielleicht, Leute, nochmal in den Shop kommen könnte, um dann nochmal diesen Roten Ritter, um dieses Set nochmal zu kaufen. Und ja, aber wie schon gesagt, sind das nur Vermutungen und es ist nicht sicher, ob das dann ob das dann in den Shop kommt. Und ja, wäre aber auf jeden Fall mal nice, wenn nochmal alte Skins in den Shop kommen könnten, weil dann jeder nochmal was davon hätte. Ihr könnt aber mir nochmal gerne eure Meinung zu dieser News in die Kommentare schreiben. Würde mich aber sehr, sehr interessieren, was ihr davon hält, dass vielleicht diese alten Skins nochmal in den Shop kommen. Und ja, sonst war's mit den News und wir kommen nochmal zur letzten News. Und ja, dann kommen wir nochmal zur letzten News. Und zwar geht es um ein neues Feature, was wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten kommen könnte, Leute. Und zwar, wenn ihr auf eure Einstellung geht und zu diesem Tab, wo ihr euch eure Sachen zurückschicken könnt, Leute, also refunden könnt, gibt es einen neuen Unterpart und zwar heißt der Gifting bzw. Geschenke. Und zwar geht es hier darum, da steht Can Receive Gifts from Others. Das heißt, da steht, kann Geschenke von anderen Leuten, von anderen Spielern erhalten. Und ja, Epic Games hat auch zu diesem Thema, zu diesem neuen Feature einen Beitrag auf Reddit gepostet. Und zwar steht hier, dass das Gifting-System, also dieses Geschenkesystem, in der nächsten Zeit oder in der näheren Zukunft kommen wird. Es gibt aber zu diesem Zeitpunkt noch kein exaktes Datum, wann dieses System veröffentlicht wird. Und sie werden uns dann informieren, wann es soweit ist, Leute. Das steht genau in diesem Post drin. Ich kann euch nochmal alles in der Beschreibung verlinken, falls ihr euch das nochmal selber durchlesen wollt, Leute.
Und ja, ist aber immer sehr interessant, dass es in der nächsten Zeit vielleicht Geschenke schon geben wird, wie die Geschenke aussehen wird, was man da verschenken kann, alles um dieses Geschenkethema, wurde aber noch nicht herausgefunden, wurde noch nicht geleakt oder es gibt noch keine genauen Informationen zu diesem ganzen Thema. Ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, falls sich etwas ändert. Das gibt es natürlich dann wieder in der nächsten News-Folge, falls es dann um dieses Thema geht. Und ja, das war es auf jeden Fall mit der letzten News vom heutigen Tag. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video interessiert hat und dass ihr jetzt viel mehr News vom heutigen Tag mitnehmen könnt, als ihr euch erwartet habt, Leute. Und ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Lasst auf jeden Fall jetzt nochmal einen Like, eine positive Bewertung und ein Abo da. Und ja, vielleicht bekommen wir auch bald nochmal die 100 Abos voll. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Cheerio. Boys. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.